Hallo und herzlich willkommen beim Unboxing eines Sony 35mm f1.8 OSS-Objektivs von Sony für das APS-C-Format, dementsprechend das E-Mount. Und ja, in diesem Video werde ich das Objektiv unboxen. Außerdem werde ich erklären, wieso ich mich für diese Festbrennweite mit 35mm entschieden habe. Und wieso es nicht ein Alternativobjektiv geworden ist, wie zum Beispiel das Sigma 30mm f1.4. Und ja, vor diesem Unboxing würde ich jetzt erstmal erzählen, wieso das 35mm Objektiv. Auf den Gedanken, eine Festbrennweite haben zu wollen, bin ich eigentlich erst gekommen, als ich wieder ziemlich oft fotografieren gegangen bin mit dem Kit-Objektiv, dem 16mm bis 50mm Sony Kit-Objektiv. Das sollten einige von euch kennen, die die Alpha 6000 vielleicht auch selber besitzen. Das Objektiv an sich ist okay, man kann sehr schöne Bilder damit machen, aber ich finde doch, es schränkt sehr in der Kreativität ein, dass man eben keine Offenblenden hat, wie zum Beispiel eine Blende von 2.0 oder 1.8. Vor allem, weil man diese auch bei 50mm zum Beispiel nicht hat, sondern damit eine 5,6er Blende, maximale Blendenöffnung zurechtkommen muss. Das ist einfach schrecklich. Also zum einen Lichtstärke. Zum anderen Festbrennweite 35mm, da ich einfach sehr oft gelesen habe, dass Festbrennweiten viel schärfer sein sollen und bessere Bildqualität darbieten können. Es sind also 35mm geworden, was umgerechnet 52,5mm im Kleinbildformat entspricht, weil ich ein sehr vielseitiges Objektiv haben möchte. Das heißt, ich möchte Landschaften fotografieren können, aber genauso gut auch Pflanzen oder Personen. Das kann man natürlich mit jedem beliebigen Objektiv machen, aber ich denke doch, dass man mit einer umgerechneten Brennweite von etwa 50 das alles ziemlich gut abdecken kann, denn man kann trotzdem Landschaftsabschnitte einfangen, ohne zu viel links und rechts zu verlieren. Aber man kann auch, wenn man nah genug an das Objekt herangeht, das man fotografieren möchte, wie eine Person, trotzdem sehr schöne Porträts machen, auch wenn jetzt mal davon abgesehen werden muss, dass man einfach dann nicht diese Ästhetik hat, die man bei einem Porträtobjektiv hat, das dafür ausgelegt ist, mit zum Beispiel 75, 100, 135 mm. Das ist ganz klar. Aber ich habe mir Videos dazu angeschaut und ich finde den Look vom 35mm auf APS-C einfach sehr cool. Und damit möchte ich arbeiten. So, als nächstes stellt sich dann die Frage, wieso nicht das Sigma 30mm f1.4? Und ich habe im Hintergrund die technischen Daten offen. Aber im Wesentlichen kann man das in Pros für Sony und Pros für Sigma und dementsprechend auch Cons für Sigma aufteilen. Und zwar, zum einen, wenn man sich Rezensionen zum Sigma 30 f1.4 anschaut, dann wird man immer wieder hören, es ist gestochen scharf, es ist ein super schönes Objektiv und das kann mich auch soweit überzeugen. Außerdem hat es f1.4 eine größere Offenblende, was auf jeden Fall auch nicht vernachlässigt werden darf, auch wenn ich der Meinung bin, dass der Unterschied von f1.4 zu f1.8 vermutlich nicht so stark herauszusehen wird im direkten Vergleich. Außerdem ist beim Sigma eine Gegenlichtblende dabei. Ich habe vorhin gelesen, beim Sony soll angeblich auch eine dabei sein, aber das sehen wir gleich beim Unboxing. Außerdem ist der Preis vom Sigma mit einer UVP von 399€ günstiger als die 369€ des Sony-Objektivs. Und aktuell ist das Sigma für 305€ auf Amazon erhältlich. Ich verlinke es euch, falls es euch interessiert, in der Beschreibung. Das Sony hingegen kostet momentan ca. 390€ auf Amazon und das macht schon einiges aus, das sind knapp 100€ und auch bei mir war die Entscheidung, haben oder nicht haben. Aber wieso ich trotzdem zum Sony gegriffen habe, das lässt sich am besten erklären, weil ein Sony-Objektiv einfach für die Sony-Kamera gemacht ist. Folglich hat man perfekte Kompatibilität und sowas wie Problem mit der Farbdarstellung, mit der Farbechtheit, das man auch beim Sigma hat, laut diversen Tests, die ich mir angesehen habe, dass Farben nicht ideal so dargestellt werden, wie sie eigentlich sind, leichte Verschiebung im Farbraum vorhanden ist. Das ist so ein Punkt für mich, den hast du bei dem Sony-Objektiv zumindest habe ich das bisher nicht in Erfahrung gebracht. Außerdem besitzt das Sony-Objektiv einen optischen Bildstabilisator. Das ist dahingehend wichtig, da die Alpha 6000, mit der ich arbeite, keinen internen Bildstabilisator hat,
Folglich muss dieser im Objektiv sein. Und da ich auch gerne Freihand filmen möchte, speziell das Freihandfilm erlernen möchte, ist mir das persönlich sehr wichtig. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass es eine Festbrennweite ist vom 35mm Objektiv und dementsprechend Schärfe auf jeden Fall das Kit-Objektiv übertreffen muss, egal wie gut das Sigma gelobhimmelt wird in diversen Videos. Ja. Und wieso jetzt der Sony? Ja, zum einen war mir die Kompatibilität sehr wichtig, außerdem ein sehr schneller Autofokus, der mit diesem Objektiv gewährleistet ist. Also dementsprechend die Kompatibilität von Sony-Kamera zum Sony-Objektiv und der Bildstabilisator. Das sind so die wesentlichen Punkte, wieso nicht das Sigma 30mm f1.4. Ja, und das wäre es soweit gewesen mit meiner Entscheidungsfindung. So, nun kommen wir zum Teil des Videos, auf dem ich mich persönlich am meisten freue. Dem Unboxing selbst. Dazu muss ich sagen, dass ich zusätzlich zur Linse, zum Objektiv, außerdem noch etwas weiteres bestellt habe zur Kamera, weil Amazon Prime Days waren und da konnte ich nicht widerstehen. Und außerdem habe ich noch einen Schutzfilter von Hoya, einen UV-Filter, der das Bild nicht weiter stark verändern sollte und einfach zum Schutz dient, falls mal etwas aufs Objektiv kommen sollte, denn es wäre ja furchtbar ärgerlich, wenn das Objektiv zu Schaden käme. So. Nun fangen wir mit dem Spannendsten an, dem Objektiv. So, hoffen wir, dass man es schafft. Jawohl. Jetzt vorsichtig. Also gut, wir haben effektiv sehr viel Verpackung und ein bisschen Objektiv. Aber ja, es soll ja nicht los sein. So, weg damit. Und hier haben wir jetzt das Sony SEL 35 F18. Es ist ein 35mm E-Mount Objektiv mit einer 1,8er größten Blendenöffnung und optischem Bildstabilisator. Außerdem hat es einen Filterdurchmesser von 49mm. Und ja, schauen wir mal rein in das gute Stück. So, ohne bloß Zubehör kommen wir gleich zur Linse. Es sind da auch noch Sachen dabei, wie die Anleitungen, die auf jeden Fall jeder liest. Das ist geknickt, ich weiß nicht, ob das normal ist. Vielleicht wurde es schon mal zurückgeschickt. Schauen wir uns mal das Objektiv an. So. So. Okay. Es ist sehr klein. Und es kommt tatsächlich mit einer Gegenlichtblende. Ich war mir nicht sicher. Ich habe es gerade nur bei Sony gelesen. Aber ich wusste nicht, dass es für dieses Objektiv überhaupt eine gibt und ich bin positiv überrascht. Aber gut. Packen wir diese auch nochmal aus. Also sie ist Sony-typisch, fühlt sie sich sehr hochwertig an. Es ist ein hartes, robustes Plastik und sie scheint zum Aufstecken zu sein. Das probiere ich gleich mal aus. Sie erinnert mich sehr an die Blende vom Sony 28-70. Das ist das Kit-Objektiv für Vollformat-Kameras, das habe ich mir vor längerem erstanden. Und die Blende sieht tatsächlich der erstaunlich ähnlich. Man sieht, dass es eine Produktreihe ist und sie sieht ein bisschen aus wie der kleine Bruder, die kleine Schwester vom großen Objektiv, was die Gegenlichtblende betrifft. So, das Objektiv. Es sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Es ist fast so groß wie das Kit-Objektiv. Es könnte ungefähr die gleiche Größe haben, vielleicht ein bisschen kleiner. Jo. Die Linse ist auf jeden Fall wesentlich kleiner als beim Kit-Objektiv. Was das für einen Unterschied macht, wird sich herausstellen. Da sieht man auch schön die Blendenlamellen in der Mitte.
Man hat einen Zoomring, der recht schwergängig geht, beziehungsweise einen Fokusring, was ich gut finde, denn so verstellt man es nicht aus Versehen. So, ja. Also, auch wenn es die Anleitung einen Knick hatte, sieht das Objektiv tadellos aus, also gar nichts. Es kann sein, dass es mal verschickt wurde oder auch nicht, vielleicht wurde es auch einfach schlampig eingepackt. Ja, hier ist noch ein Objektivabdeckung hinten drauf. Kann man wunderschön durchschauen. Aber ich lasse sie mal drauf, dass kein Staub reinkommt. Und ja, jetzt können wir gleich das nochmal mit der Gegenlichtblende ausprobieren. Aber die wird wie beim Großen einfach nur, jawohl, aufgesteckt und gedreht. Und hier ist das gute Stück. Damit kein Staub drauf kommt, werde ich auch gleich den Hoya-Filter drauf machen. Ja. Sieht man auch, der Hoya-Filter ist komplett durchsichtig. Es ist voraussichtlich eine UV-Beschichtung drauf. Ich werde es aber auch nicht zu lange regeln und einfach drauf machen. Denn wer fotografiert, weiß, es ist schrecklich, ein Objektiv wieder sauber zu bekommen, wenn es einmal richtig dreckig geworden ist oder Staub reingekommen ist. Deswegen möchte ich ihn gleich hier beim Unboxing montieren. Naja, okay. Und wie sieht das Ganze dann mit Filter aus? Es macht keinen großen Unterschied, außer dass es noch eine Schutzschicht vom Glas ist. Und ob es die Fotografie beeinflusst, werde ich nicht herausfinden, aber ich werde feststellen, ob die Bilder schön werden oder ob mich irgendwas daran stört, ob irgendein ungewollter Flair drin ist. Und zur Not werde ich auch andere Filter ausprobieren. Es ist auch geplant, mir noch einen Graufilter zu besorgen für Langzeitbelichtungen. Ja. So, die Gegenlichtblende kann man auch verkehrt rum anbringen. Sieht doch ganz gut aus. Was man noch zu dem Objektiv sagen kann ist, wie gesagt, es ist ein Sony E-Mount Objektiv fürs APS-C Format, das heißt, solltet ihr eine Sony Alpha 7 Kamera haben, wird diese nur einen Teil des Bildausschnitts anzeigen und Teile des Bildes werden schwarz werden. Es hat einen Sichtwinkel, ein APS-C von ca. 44 Grad, was eine Brennweite von 52,5 mm im Vollformat entspricht. Das sollte aber ungefähr dem entsprechen, was der Mensch mit dem bloßen Auge sieht. Die minimale Blende ist f22. Und der Mindestfokusabstand sind 0,3 Meter, sprich 30 cm, was auch für das Fotografieren von Objekten, die sehr nah dran sind, ziemlich gut gedacht sein wird. Des Weiteren wiegt es 154 Gramm. Und das sollte es auch schon gewesen sein mit dem Unboxing. Jetzt kommt noch das mysteriöse Zusatzpaket. Dazu werde ich jetzt mal die Karte beiseite packen. Die Linse. Und ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich habe die Linse gekauft, obwohl sie teurer ist, wegen besagten Gründen. Ich wollte den OSS drin haben. Ich wollte die Kompatibilität zu Sony haben. Deswegen ist es dieses Objektiv geworden. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe mir das Objektiv zu einem sehr günstigen Preis gekauft. Und zwar war diese Woche Prime Day. Und so habe ich es mir, als ich es gesehen habe, dass dieses Objektiv im Angebot ist, direkt bestellt. Ich habe schon länger geplant, mir die 35 mm Festbrennweite zuzulegen. Und so konnte ich es jetzt für 299 bekommen. Und ich habe es vorhin nochmal auf Amazon aufgerufen. Momentan zahlt man um die 390 Euro für das Objektiv. Und so bin ich an ziemliche Schnäppchen gekommen und war sogar billiger als beim Sigma 30mm f1.4. So, zusätzlich zu diesem Objektiv habe ich weiterhin bei Fotoausrüstung gestöbert und man kann es jetzt hier schon sehen. In einer beschädigten Verpackung, was nicht schlimm sein sollte. Ich habe mir noch eine Speicherkarte besorgt zum Filmen und fürs Video aufnehmen. Die SanDisk Extreme Pro mit Lesegeschwindigkeiten bis zu 170 Megabyte pro Sekunde oder Megabits. Und ich habe mich deshalb zu dieser Karte entschieden, weil sie unter anderem auch wieder vorgeschlagen wurde. Weil sie vorgeschlagen wurde für die Alpha 6000 bzw. 6300
Und falls ich jemals vorhabe, auf eine Kamera wie die 6300 abzugraden, habe ich gleich eine Karte, die auch 4K unterstützt. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Karte sehr zufrieden sein werde. Viel zu dieser SD-Karte kann man, glaube ich, nicht mehr sagen. Sie ist original verpackt. Es ist eine Rescue Pro Software von SanDisk mit dabei, die ich vermutlich nicht benutzen werde. Und ja, wenn man das nicht schafft, das alles mit den Fingern aufzumachen, kann man das natürlich auch schneiden. Genau so war das gedacht. Und ich krieg's trotzdem nicht auf. So. Hier sind wir dann. Die SanDisk Extreme Pro 128 GB mit 170 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit. So. Das war's jetzt auch schon mit dem Unboxing. Es hat länger gedauert als erwartet, aber ich freue mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid, falls ihr es denn seid, sonst seht ihr es eh nicht. Und ja, ich habe ziemlich viel geredet und man hat nicht so viel von der Linse gesehen, aber ich hoffe, das macht nichts. Ich werde auf jeden Fall die nächste Zeit hauptsächlich mit diesem Objektiv herumlaufen und werde Foto- und Videomaterial sammeln und werde das dann in einem Review zusammentragen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eure Meinung via Like-Button dalassen oder aber ganz und gar einen Kommentar schreiben, denn nur wenn ich erfahre, was ich falsch mache, was vielleicht auch offensichtlich ist, wenn ich das Video selbst mal schaue, aber nur wenn ihr es mir sagt, kann ich es verbessern und das wäre mir das Allerwichtigste. Also vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch einen schönen Früh, Tag, Nachmittag, Abend, wann auch ihr mir jetzt gerade anschaut. Ciao! Hallo, ich hoffe, diese Kameraeinstellung passt inzwischen, denn langsam nervt es mich ständig, das Kamerasystem im Stativ von A nach B zu rücken.